schwierig. Also mit so vielen Toren, es ging hin und her, es war schon eine mentale Challenge, aber wir haben sie extrem gut gemeistert und wir haben nicht aufgegeben bis zum Schluss, auch wenn wir dann noch kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen haben, aber dann mit Fazis Tor in der Overtime, es war echt ein super Spiel. Man weiß schon, nach Spiel 3, man schafft den Aufstieg nicht mehr. Deswegen bin ich trotzdem sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir die Motivation gefunden haben, dass wir nicht aufgegeben haben, egal was der Spielstand war. Aber natürlich war es trotzdem tough. Wir hätten das Spiel sicher besser runterspielen können, es nicht so spannend machen. Es war ein Wahnsinn, 11 Tore. Also mit dem Overtime-Treffer dann. Es ist nicht normal, dass so viele Tore fallen. Wir haben uns immer wieder gegenseitig die Möglichkeit einfach gegeben, die beiden Teams, dass man da irgendwie hinten zu viel zulässt. Ja, wir wissen, dass wir verbessern müssen in der D-Zone, also wie wir Tore verhindern. Wir wissen, dass wir jetzt auch die Tore schießen können. Das war in der Vergangenheit auch öfter das Problem. Und wir wissen, dass wir alle die Verantwortung haben, die Tore zu schießen. Nicht immer nur die Verantwortung weitergeben an die nächste Person. Ich glaube, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist einfach die super Crowd, die wir hier in Klagenfurt gehabt haben. Es war so was Besonderes, vor so vielen begeisterten Fans spielen zu dürfen. Es ist unglaublich. Also ich habe noch nie vor so vielen Leuten zugeschaut, die so engagiert waren und so angefeuert haben. Es war echt ein unglaubliches Gefühl. Ja, die Fans waren super. Also wir haben uns über jeden Einzelnen, der da war, gefreut und die sind super mitgegangen, haben das Spiel mit uns mitgelebt. Das war echt ein Traum. Danke an alle, die da waren.